Liebe Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu den wöchentlichen Impulsen. Heute ist mein besonderes Thema eine Wanderung, und zwar eine Klosterwanderung. Vor wenigen Tagen war ich zu Gast in einem Augustinerkloster. Dort habe ich mein Buch zum Kloster Götzschendorf vorgestellt. Es war sehr spannend. Die Musik war spannend, die Besucher waren spannend und vor allem das Gespräch mit einem der Brüder des Klosters. Die Augustiner haben ja eine besondere Devise: Arbeiten und beten. Und tun wir das nicht alle irgendwie? Gläubige Menschen tun das: Arbeiten und beten. Und ich bin sehr froh, dass wir diese Woche einen schönen musikalischen Beitrag von Organist Michael Reichert haben, mit dem Titel Gebet. Es passt zu dieser besonderen Klosterwanderung. Vom Augustinerkloster geht es weiter zum Kloster Götzschendorf. Zu viert machen wir uns am Wochenende auf den Weg. Auf den Weg in dieses besondere Kloster, gegründet vom Vater von Angela Merkel, von einem Mitarbeiter der Staatskanzlei Potsdam und vom ersten Journalisten von Spiegel und Stern in Moskau nach dem Zweiten Weltkrieg und vor allem nach dem Mauerfall. Es ist spannend, da hinzuschauen. Es ist spannend, in dieses Kloster zu blicken. Es ist spannend, dort Gastfreundschaft genießen zu dürfen. Abt Daniel hat mir mitgeteilt, er kommt mit Freude zu uns. Er begrüßt uns und wird uns dieses besondere Bauwerk, das Herrenhaus, ja, und auch den Tempel zeigen. Weltluft genießen, von der Weihnachtskirche dorthin zum Kloster Götzschendorf. Und schon wieder gehen die Blicke noch weiter voraus. Sie gehen voraus zum Kloster Jericho. Ich werde am 10. Juli zu Gast sein im Bürgerhaus der Stadt Jericho. Aber es sind nur wenige Schritte zu diesem ältesten Backsteinkloster in Norddeutschland. Ich habe viel dort gesehen, viel erlebt während meiner journalistischen Zeit. Davon berichte ich auch immer wieder im Unterricht hier in der Bernd-Rücke-Schule. Der Kreis schließt sich. Klosterwanderungen, Begegnungen. Aber immer im Blick auch die deutsch-polnische Note in den deutsch-polnischen Nachrichten. Auch da steht Beschäftigung mit 900 Jahre Christianisierung in Pommern an. Da müssen noch Weichen gestellt werden. Aber man merkt, kirchliche Strukturen haben unser Land, haben Europa geprägt, haben demokratische Ideen entwickelt. Und das darf nicht vergessen werden. Und daran muss man immer wieder neu erinnern. Ich wünsche Ihnen eine gute Woche. Frank Bürger, Pfarrer im Ehrenamt, Religionspädagoge, Journalist und Publizist.